Im Internet kursiert eine Todesliste der Politiker, die vergangene Woche im Bundestag für die Bundesnotbremse gestimmt haben. Laut Medienberichten wurde über den Dienst Telegram eine implizite Morddrohung gegen Bundestagspolitiker verbreitet, die sich für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes aussprachen. Das Bundeskriminalamt habe den Bundestag darüber informiert. Eine aktuelle Gefährdung sehe das BKA derzeit jedoch noch nicht. Zeitgleich bestätigte das Bundesinnenministerium, dass der Verfassungsschutz jetzt bundesweit Personen und Gruppen innerhalb der Querdenkerbewegung beobachtet. Und damit darf die Behörde nun beispielsweise Daten zu bestimmten Personen aus dieser Szene auch sammeln. Und deshalb wollen wir gleich weiter zum Kanzleramt schauen, zu Daniel Franz. Und Daniel, wenn man diese Berichte jetzt hört, diese Meldungen sich anschaut, Morddrohungen, die Querdenkerszene wird vom Verfassungsschutz überwacht. Wie ernst muss man das Ganze nehmen? Ja, ich glaube, das ist die große Schwierigkeit auch für die Polizei, auch für das Bundeskriminalamt, genau diese Gefährdungslage einzuschätzen. Natürlich muss man die Abgeordneten darüber informieren, dass so etwas kursiert. Nur wenn man sich anschaut, woher kommt diese Namensliste, das ist natürlich keine Geheiminformation, denn die namentlichen Abstimmungen des Bundestages, die werden auf der Bundestagsseite veröffentlicht. Also offenbar scheint da jemand einfach diese Liste genommen zu haben, die eben öffentlich auch zugänglich ist und die mit einer entsprechenden Überschrift versehen zu haben. Ja, dann ist eben die entscheidende Frage, geht es jetzt nur hier um billige Effektheischerei, um Aufmerksamkeit zu generieren, oder besteht wirklich die Gefahr, dass es manche vielleicht ernst meinen, einzelne Politiker wirklich bedroht sein könnten? Das ist die große Schwierigkeit für die Polizei, das jetzt einzuschätzen. Also ich glaube, man sieht schon, dass die Gefährdungslage steigt. Deswegen wurde jetzt ja eben auch die Querdenkerbewegung vom Verfassungsschutz beobachtet, um die einfach genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt ja diese Querverbindungen zu den Reichsbürgern beispielsweise auch, die ja auch beobachtet werden. Da hat man ja auch eine zunehmend extremistischere Einstellung in den vergangenen Monaten und Jahren festgestellt. Und insofern, ja, man sieht es vielleicht auch anhand der Demos, die ja bei der Abstimmung im Bundestag ja hier vom Reichstagsgebäude auch stattfanden. Die sind ja auch in Gewalt ausgeartet. Also da kam es auch zu Flaschen- und Steinewürfen. Also auch hier eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Und das macht der Polizei natürlich schon Sorge. Die Sicherheitsbehörden sind also alarmiert. Daniel, danke erstmal für den Moment für deine Einschätzungen.